Und Burger mit Frühlingsrollen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food-Test und zwar Food News bei McDonald's. Oh mein Gott, vor allem McCafé gibt es so viele Neuheiten. Also wirklich, was Donuts angeht, was Kuchen angeht, sogar vegane Sachen und natürlich auch ein bisschen was Herzhaftes. Und das werde ich alles jetzt mal testen für euch, ob es sich lohnt. Ich sag's euch, aber dafür erstmal ab zu McDonald's. Und Part 1 haben wir schon mal. Es gab leider ja keine Frozen Joghurts mehr. Und überhaupt gab es nicht alles, was ich noch haben wollte. Und da ich mir dachte, komm, dann habe ich auch was für 2 Tage, weil ich kann es ja eh nicht alles in einem Tag essen. Und dann habe ich heute erstmal was und für morgen was. Und deswegen, ich teste jetzt schon mal die erste Runde für euch. Und zwar ist hier die Ausbeute. Einmal das Bananenbrot, dann Herzdonut und oh mein Gott, einfach ein veganer Apfelkuchen. Erster Versuch gilt diesem süßen Herzdonut. Ich weiß nicht, ob sie Valentinstag verpasst haben oder was da falsch war, aber der ist, glaube ich, sogar gefüllt. Es bricht mir das Herz, wenn ich den jetzt brechen muss. Die Struggle ist real. Ich breche es jetzt einfach. Okay, hat sich aber gelohnt, dass ich es gebrochen habe, weil er wirklich gefüllt ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist ganz lecker. Schmeckt eher wie ein Berliner. Und dadurch, dass es irgendwie so eine Kirschfüllung ist. Ich glaube, Berliner ist nicht mit Kirschen. Vergiss es einfach wieder. Aber ist ganz lecker. Haut mich jetzt auch nicht so krass um. Kann man sich holen, wenn man Bock auf. Also schmeckt wirklich nicht so. Schmeckt eher wirklich in die Richtung Berliner etc. Weil man schmeckt auch diese Glasur oben drauf. Ist gar nicht so geil, so Zuckerschock. Ist nicht so süß hier. sagte sie zu einem zuckerglasierten Teil. Also die gute Liebe bekommt von mir 6,5 von 10 Punkten, weil es haut mich wirklich nicht komplett um. So, und einfach veganen Apfelkuchen. Wie cool ist das? Mich freut es mal total, wenn noch mehr Unternehmen, Ketten etc. auf vegane Produkte aufmerksam werden und einfach, ich meine, warum halt nicht, ne? Es schmeckt halt auch nicht vegan. Also es schmeckt ja ganz normal, also sage ich jetzt. Also, ich hoffe auch, lieber Kuchen, bitte schmeckt nicht vegan. Das ist auch immer so eine Aussage. Eigentlich ist es so total dumm zu sagen, dass Sachen vegan schmecken, weil wie schmeckt vegan? Aber ich sage es leider manchmal selbst. Entschuldigung. Oh, der sieht so geil aus. Riecht schon mal gut. Vor allem ist der halt richtig viel mit Apfel. Das finde ich halt geil, dass das nicht so ein Teigkuchen ist, sondern wirklich ein Apfelkuchen ist. Ich liebe solche Kuchen. Geil. Oh. Er riecht wie so ein richtig Omi-Apfelkuchen. Richtig geile Zimtnote. Ich finde den echt lecker. Doch, vor allem ist der Apfel auch noch richtig knackig, wie ihr vielleicht gehört habt. Also ich finde dafür, dass das ein Fast-Food-Kettenkuchen ist, ist der echt ziemlich lecker. Doch, super frisch und ich glaube, wenn mir den jetzt mit Augen zu irgendwie so vor die Nase gesetzt hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt unbedingt, dass, also hätte ich nie gedacht, dass er von Mc's ist. Von daher, richtig gut. Freut mich voll. Also ich finde es geil. Doch, dem würde ich 9 von 10 Punkten geben. Okay, noch richtig gespannt einfach auf Bananenbrot. Also ich meine, Bananenbrot von Mc's, wie cool. Also die kommen jetzt halt echt so auf die ganzen Trends und das finde ich total cool. Also ja, riecht sehr, sehr gut. Sehr gut. Wirklich. Ich bin also richtig begeistert. Also da sind so ganz kleines bisschen so diese Bananenstückchen drin. Hier ist auch ein Fussel, der glaube ich von mir kommt. Und dann ist da so ein bisschen Nüsschen oben drauf und total lecker, halt auch wieder eine super zimtige Note. Aber das ist ein leichtes Bananenbrot. Also ich finde, es gibt manchmal auch so schwere Bananenbrote, aber das ist ein leichtes. Und ganz, ganz fein, also auch super fluffig, knatschig. So muss ein Bananenbrot schmecken. Das bekommt von mir 9,5 von 10 Punkten. Ja. Nicht schlecht. So, deswegen, ich schnabuliere den Spaß jetzt erstmal. Oh, ich freue mich. Und dann sehen wir uns morgen und ich schaue mal, was ich dann so finde.
gehen in eine zweite Runde. Nämlich Frühlingsrollen. Okay, wow, passt gar nicht zu McDonald's, deswegen bin ich mal noch so gespannt. Donut und Cheesecake. Zwar traue ich mich jetzt auch erstmal in die Frühlingsrollen, mal weil es herzhaft ist. Und dazu gibt es natürlich auch eine Chili-Soße in scharf. Da haben jetzt 5 Stück 3 Euro gekostet. Auch nicht günstig, würde ich sagen, aber die sind vegetarisch. Das sind ja Frühlingsrollen meistens. Das ist jetzt nicht so big surprise. Cheers. Schmecken wie Frühlingsrollen. Mir sind so ein bisschen zu fettig. Also ich finde die nicht so besonders. Die Füllung ist irgendwie mit so Glasnudeln, aber das ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie von Socken haut. Also ich finde, es gibt viel, viel leckerere Frühlingsrollen. Also wie gesagt, mir ist die Panade da irgendwie so zu dick und dadurch irgendwie so zu fettig. Also ich finde, es schmeckt irgendwie nach nichts so krass. Also würde ich mir niemals holen. Vor allem, zu was um Himmels Willen holt man sich Frühlingsrollen bei McDonald's? Hast du so einen Burger mit Frühlingsrollen? Weiß ich nicht. Würdet ihr das machen? Würdet ihr euch Frühlingsrollen bei McDonald's holen? Also ich nicht. Und ich würde sie euch auch nicht empfehlen. Ich würde denen 5 von 10 Punkten geben. Mich hauen die gar nicht um. Nee. Deswegen wieder zurück zu den süßen Sachen. Übrigens, leider wollte ich wollte auch die Frozen Joghurt testen, aber unser McDonald's hat noch keine Frozen Joghurt Maschine. Aber wenn das noch kommt, dann gibt es noch ein weiteres Video. Also sagt Bescheid, falls ihr euch das noch wünscht und ich mich auch noch die verschiedenen Frozen-Joghurt-Sachen testen soll. Bitte sagt ja, ich habe Lust, sie zu probieren. Und dann habe ich immer einen guten Grund. Aber jetzt habe ich jetzt mal einen Rainbow-Muffin. Der ist zwar erst wieder da und nicht sozusagen neu, aber ich kannte ihn auch nicht, als er da war. Also teste ich ihn jetzt. Ich weiß nicht, kennt ihr den schon? Wahrscheinlich schmeckt er auch gar nicht special, aber er sieht richtig schön aus. Er ist schon schön, oder? Ich muss jetzt mal ein Bild damit machen, glaube ich. Genug Fotos gemacht, jetzt wird gegessen. Schmeckt halt wie ein Donut. Ja, wie ich schon gesagt habe, so special ist er nicht. Also da lieber der Herzchen-Donut. Der ist wirklich langweilig. Sieht halt wirklich nur schön aus. Muss man sich ja entscheiden, äußere oder innere. Ich bin ja immer so der Typ für innere. Von daher würde ich dem eigentlich auch nur so 5 Punkte geben, weil der echt nicht special ist. Ich finde auch nicht mal den Zuckerguss da oben so geil drauf, weil manchmal ist der ja schon nochmal so, kennt ihr das denn, unter dem Zuckerguss nochmal so eine glibberigere, geile Schicht ist? Aber das ist dann auch nicht manchmal so drunter. Von daher, ja, 5 von 10 Punkten. Aber zu guter Letzt versuchen wir mal den New York Cheesecake. Naja, wie der hat übrigens gekostet? 2,70 Euro gekostet. Das ist jetzt gar nicht so günstig. Ein ganz normaler New York Cheesecake. Ist schon ganz lecker. Behaut mich jetzt auch nicht um. Also irgendwie fehlt da noch so ein bisschen der Kick. Also so ein bisschen das Besondere. Klar, den gab es auch noch mit Soße, so mit rote Grütze. Die hat aber auf Preis gekostet. Deswegen habe ich sie nicht genommen. That's so me. Es tut mir leid, vielleicht hätte es dann nochmal anders geschmeckt. Aber eigentlich soll ja nicht was gut schmecken, nur weil eine Soße mit dran geklatscht ist. Dann kann man auch gleich die Soße essen. Also, ja, ist ganz lecker. Kann man mal machen. Wenn man Bock auf Cheesecake hat und dort ist, kann man sich den holen. Aber an sich würde ich dem 6 von 10 Punkten geben, ja. Also ich weiß nicht, ob ich heute einfach irgendwie kritischer war, aber irgendwie, die Sachen haben mich nicht so umgehauen. Also ich meine, vor allem das Bananenbrot letztes Mal und der Apfelkuchen wirklich, also die müsst ihr unbedingt probieren. Ja, den Rest, den einen Donut, den Herzensdonut, den kann man auch mal machen. Aber ja, berichtet mir auf jeden Fall mal gerne, was ihr schon probiert habt, ob ihr davon schon irgendwas kennt, wie ihr es fandet. Und ja, ob euch solche Videos gefallen, ob ihr mehr davon möchtet. Wenn ihr mehr davon möchtet, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, folgt mir und genau. Ich mache es mir jetzt noch mit meinem Cheesecake bequem und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ich war froh, dass ihr mit dabei wart und genau. Übrigens, ich wünsche euch auch einen schönen Tag, wenn ihr es morgens guckt oder so. Ich sag, ja, Reflex, dies, das. Also, tschüss.